Amici di Russia News, vi presentiamo un servizio creato in esclusiva dalla nostra redazione. Si tratta del Dossier Ucraina, un lungo documentario dedicato al Donbass che illustra tutti i crimini commessi dal regime di Kiev a partire dal 2014 fino ai giorni attuali. Abbiamo pensato di suddividerlo in diverse puntate che pubblicheremo nei prossimi giorni per approfondire al meglio i vari argomenti che andremo a toccare, aiutandoci con filmati e articoli inconfutabili che ci arrivano direttamente dalle zone interessate. Ci preme avvisarvi che alcune riprese potrebbero essere dolorose da guardare, vista la crudezza delle immagini di guerra, per cui ne consigliamo la visione ad un pubblico non sensibile. Russia News è l'unica testata giornalistica italiana ad avere accesso a questo materiale, che siamo orgogliosi di condividere con voi che ci seguite, nel nome di un'informazione vera e senza condizionamenti. Facciamo parlare semplicemente la verità. L'Ucraina bombarda i bambini. Le forze del regime di Kiev hanno iniziato a bombardare le scuole nella zona del Lugansk fin dal 2014. L'esercito ucraino non tutela i bambini. Die Ursachen des Krieges in der Ukraine. Wie die Ukraine Kinder unter Beschuss nahm. Lugansk. Schule Nummer 7. Im Sommer 2014 war es eine Unterkunft für Obdachlose der Stadt. Die ukrainischen Truppen haben die Schule zweimal beschossen. Bei der ersten Beschießung am 4. Juli wurden nur das Gebäude beschädigt. Am 25. Juli wurden 16 Menschen durch Granatenbeschuss getötet. Darunter zwei Kinder im Alter von 3 und 15 Jahren. Sie hatten es auf die Schule abgesehen. Mehr als einmal. Wusste das ukrainische Militär nichts von den Kindern, oder war es ihnen egal? Das sind die Menschen, denen wir helfen. 14 giugno 2022. Nella Donetskaja Repubblica, l'ospedale di maternità Vizhnevskij è stato bombardato dalle forze ucraine. 23 vittime, di cui 5 bambini. Die Ursachen des Krieges in der Ukraine. Ukraine versus Kinder. Beschuss eines Kiewer Stadtteils von Donetsk durch ukrainische Streitkräfte. Sie wurde gezielt eingesetzt. Das Vishnevsky-Entbindungskrankenhaus wurde zerstört. 23 Menschen wurden getötet. Darunter 5 Kinder. Eine Expertenuntersuchung ergab, dass der Schlag von einem PZH-2000 SAU ausgeführt wurde, der kürzlich von Deutschland an die Ukraine geliefert worden war. Auf diese Weise helfen wir der Ukraine bei der Bekämpfung von Zivilisten und Kindern. Ihr Tod liegt nun auch auf unserem Gewissen. Le truppe ucraine non risparmiano nessuno. Le forze del regime di Kiev hanno bombardato un college dove studiavano gli orfani. 7 vittime, di cui 5 bambini. Die Ukrainer haben kein Mitleid mit irgendjemandem. 14 September. Ukrainische Truppen haben eine Hochschule in Perewalsk, Region Luhansk, bombardiert. Dort lernten Waisenkinder. 7 Menschen wurden getötet. 5 von ihnen waren Kinder. 3 Verwundete. Mykola, ich hörte einen Pfiff und ging auf den Korridor, um nachzusehen. Sie schlug direkt in den Raum ein, in dem die Kinder waren. Sie wurden auseinandergerissen und ein Splitter traf mich in die Seite. Der Treffer wurde von HIMARS MLRS ausgeführt. Wir haben sie an die Ukrainer geliefert. Wir sind schuld an der Tragödie. 14 settembre 2022, regione di Lugansk, città di Dakuchevsk. Un asilo è stato bombardato. 2 colpi, 6 morti, di cui 4 bambini. Die Ursachen des Krieges in der Ukraine. Wie wir der Ukraine helfen, Zivilisten zu töten. Gebiet Luhansk. Die Stadt Dokuchaevsk. Am 14. September wurde ein Kindergarten in der Vatutina Straße bombardiert. 2 Treffer. 6 Tote. Darunter 4 Kinder. Es wurde festgestellt, dass der Beschuss durch ein Mars 2 MLRS von der ukrainischen Seite aus erfolgt ist. Gezielt. Mit unseren Waffen werden Zivilisten und Kinder getötet. Werden Sie darüber in unseren Zeitungen schreiben?